Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vize bis Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. Ich habe vorgearbeitet. Hier seht ihr das Zeug, was ich gerade vorproduziert habe. Und es war ein leichter Kampf. So. Was brauchen wir jetzt alles? Wir wollen jetzt eine Thermal Centrifuge bauen. So. Was brauchen wir für die. Boah. Einmal kurz richtig hingesetzt. So. Also, was brauchen wir für die Thermal Centrifuge? Wir brauchen zwei Coils, ein Advanced Machine Casing, normale Iron Ingots und einen Electric Motor und einen Mining Laser. Machen wir doch erstmal den Advanced Machine Casing. So, da brauchen wir einmal 8 Platten, ein Iron Chipset, zwei Advanced Alloy, zwei Carbon Plates und vier Refined Iron. So, einmal so, so. Ups, man sollte auch erstmal den Mining Machine Casing machen. So, so, so. Advanced Machine Casing. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Coils und einen Electric Motor. Okay. Machen wir mal so. Davon brauchen wir vier. Und so, dann sollten wir alles haben. Ja. IC2 ist so doof davor. Dup. Und dann brauche ich doch nochmal zwei. Oder? Ich nehme einfach mal zwei mit. Habe ich doch noch was vergessen? Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich wusste nicht was. Zack. 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 So. Dann der Mining Laser. Jetzt wird's lustig. Oh, Scheiße, das habe ich vergessen. Ich habe einen Circuit ver. Ich habe da noch einiges vergessen, sehe ich gerade. Wir brauchen einen Energy Crystal. Den können wir mal vorbereiten. 5 und so. Na. Energium Dust. Ja, ist gut. Ist gut, ich weiß, sowas wieder deine Tage, ne. So, da tun wir jetzt da rein. Dann brauchen wir Advanced Circuit. Das heißt, wir brauchen vier Redstone-Chipsets. Machen wir bitte mal gerade die fertig. Gut. Dann machen wir erst einmal die Integrated Circuits. Das sind 12 Redstone. Dop, dop, 6 Gold. Und dann müssen wir ein bisschen Watter reintüten. Watter, Watter. Oh, ich habe, glaube ich, keinen neuen Eimer. Was? Ich kann gerade kotzen. Ja, komm, dann. Nee, da wollte ich da rein. Drei Iron Blades. Können wir währenddessen was machen? Können schon mal Copper holen und Rober. 1, 2. Kennst du Alzheimer? Nee, G kenn ich nicht, habe ich vergessen. Ja, das habe ich gerade wirklich vergessen. Boah, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ich könnte ja eigentlich. Na ja, gut. Aua. Ich könnte ja nochmal hier so ein Stack Crushed Uranium Ore holen. Und das nochmal ein bisschen waschen lassen. Ein Stack habe ich ja auch fertig gemacht. Stone Dust werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. Sehr viel. Alleine fürs CF Powder. Extruding. So, Bucket, danke. Zack. Zack. Ja. Hallo. So, geht doch. Ich glaube, der braucht einen Eimer pro Durchgang. Gerade sind 2000 Millibuckets drin, also zwei Eimer. Ja, komm, Opa, ich glaube nicht.
Also wir sind low on Energie. Ja. Ich brauche. Na, ich gehe immer in die falsche Truhe. Die Lampe Select von Tubes, die hatte ich ja noch. Signalum brauche ich. Und zwar einen Ingot. Da dürfte ich noch hier einen haben. Jawohl. So, was war das noch, was uns jetzt hier noch fehlt? Die Redstone Chipsets. Sehr schön. Beruhig dich mal. Da wir zwei brauchen. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zwei Basic Capacitor. So, das Rubber habe ich natürlich kollektiv vergessen. Vor allem kollektiv. Ja, lacht mich nur aus. Scheiß Viecher. Ihr werdet schon alle geschlachtet. Wartet mal ab. Freut euch auf die nächste Rasur. Hier, so. So. Und ich brauche. Ich nehme, glaube ich, einfach nur mal so aus Prinzip ein Stack Iron mit. Weil ich glaube, Eisen habe ich am meisten vergessen. Wir werden ja jetzt noch eine Plate brauchen. Trotze ich jetzt einfach mal hier rein. Was ich gestern vergessen habe zu erzählen. Ich war im Kino mit ein paar Freunden. Vorgestern, glaube ich. Jetzt müssen wir so einen Strich schaffen. Wir waren im Kinofilm Sausage Party und ich habe noch nie was Verstörenderes gesehen. Ey, das war abnormal. Weißt du, wir denken das mal so, ja gut, es ist so ein Kiddie-Film und so weiter. Der war gut. Der war sowas von verdammt gut. Später haben wir so gedacht, das ist einfach sowas, der uns zeigen soll, ja, wir sind Monster, wir. Ja, ist also ein bisschen versucht, so ein bisschen die Probleme der Menschen anzugehen. Naja, später haben wir alles über den Haufen geworfen. Und uns nur noch gedacht, warum. So. Ja. Was uns jetzt fehlt, bevor wir weitermachen können, wir müssen einen Turning Table machen. Der Turning Table, da brauchen wir Iron Item Casings, Shaft Iron, Basic Machine Casing. Dope. Ihr fehlt jetzt. Habe ich den U vergessen? Ja, habe ich. So. Einmal. Zweimal. So, der braucht 1000 KU. Was ist KU? Kinetic Units sind das. Deswegen werde ich den jetzt einmal hier hinstellen. Bringt uns jetzt noch nicht so wirklich viel. Nö. Und zwar brauchen wir für den Turning Table noch ein Iron Turning Blank. Siehst du, habe ich nämlich schon direkt das nächste vergessen. Mach ich mal ganz kurz so. Und wir brauchen noch etwas, und zwar ein Laughing Tool. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie viele Iron Plates haben wir zum Glück noch vorbereitet? Brauche ich jetzt sonst noch etwas, wo ich gerade hier bin? Ich glaube nicht, das heißt im Klartext, ich habe wieder was vergessen. So, Refined Iron Plate haben wir. Derp. Da ich es gerade schon bereit habe, mache ich das schon mal fertig. Lathing Tool oder Lathing. Ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. So, jetzt hat es schon ein bisschen mehr an. Wir brauchen aber trotzdem noch mehr. Iron Item Casing, Iron Turning Blank.
So, jetzt zeigt uns das schon viel mehr an. Ich werde aber trotzdem mal ganz kurz nochmal eins nachlegen. Und zwar brauchen wir jetzt noch einen Electric Kinetic Generator. So. Boah, wir brauchen einen Electric Motor. Dafür haben wir die Coils. Ironing that. Ja. Ich hoffe, dass das später beim Autocrafting wenigstens funktioniert. Wir brauchen eine RE-Batterie. Da brauchen wir 4 Tin Item Casings, 2 Elektroteilen und ein Tin Cable. Ungefähr so. So. Und so. Oh. Und so. RE-Battery. Wir brauchen. Also, Gott sei Dank. Und die brauchen wir. Das heißt, sie muss mal ganz kurz durchgejagt werden. Dann lege ich das mal hier hin. Shaft Iron, Electric Motor, RE-Batterie, Iron Item Casings. Und wir haben den. So, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Einige können sich schon wieder denken. Ja, ja, der Deutsch, ne? Zu blöd für alles, Mama. Dup. Noch ein Schniggers wäre unterwegs. Ich bin euch ganz ehrlich. Mir gefällt hier meine neue Base. So. Dup. Warte, ich erinnere mich, der braucht, glaube ich, ein Redstone-Signal. Mach mal dem gerade mal einen Lever. Oder haben wir noch einen? Sieht nicht danach aus. Ist auch egal. Ich meine, der hat ein Redstone-Signal benötigt. Das war ganz scheiße, nämlich mit dem Teil. Den haben wir fertig. Thermal Centrifuge. Was brauchen wir hier? Wir brauchen 43222. Bekommen wir gerade keine Energie rein oder was? Interessant. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch. Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier das Problem ist. Ich bin so blöd. Ich cutte mal ganz kurz und mache das Teil nochmal neu und schau, was das Problem ist. So, da bin ich wieder. Ja. Der hat einen vorgeschriebenen Energie-Input von hier. Darauf muss er auch erstmal kommen. So. Hä? Das hat doch gar nicht funktioniert. Ich das jetzt hier ran oder wo? Ich will gerade weinen. Ich will gerade nicht meinen. Also wenn ich das jetzt hier nochmal abreiße. Ich mag gerade nicht mehr, ne? Das hat gerade eben noch funktioniert. Weißt du, was ich jetzt mal gerade mache? Ich mache das jetzt mal gerade in der Folge. Turning Table.
Okay, alles klar. Ich lese mal vor. Der Electric Kinetic Generator selbst wandelt nicht Energie um. Elektrische Motoren im Interface des Generators tun dies. Jeder Motor ist transformiert. Ja, super, das bringt mir herzlich wenig. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen. Ich weiß gerade nicht weiter. Das kotzt mich gerade ein bisschen sehr hart an. Na, der kriegt keine Energie. Was ist? Ich habe hier direkt die Leitung. Ich habe da jetzt gerade die Befürchtung, dass. Oh doch. Ich bin mal kurz. Cutte da mal kurz. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht weiter. Ich habe gerade mehrere Wikis durchforstet. Ich habe gerade wirklich das ganze Teil mal auseinandergenommen. Also wirklich von allen Seiten mal überpowert. Irgendwie funktioniert es nicht. Was ich jetzt gerade mache, mache ich es wirklich nur, damit die es hier weitergeht. Die Maschine wirklich haben wir ja. Ich habe hier wirklich nochmal komplett elektrischen Motor zu gemacht, dass wir wirklich ein Maximum haben. Habe mir jetzt aber meine Advanced RE Batterie gecheatet, damit wir mal hier die Energie reinbekommen. Wenn irgendeiner mir mal kurz erklären könnte, wie dieses Teil funktioniert, schreib es bitte in die Kommentare. Ich habe null Ahnung. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass ich jetzt hier deswegen die Folge beenden muss. Ich werde jetzt, glaube ich, nur noch hier das, die Thermal Centrifuge fertig machen, das Zeug reinschmeißen und Ende. Ja, die wird auf jeden Fall gleich wieder wegschmeißen. Also. Energie ist drin. 4, 3, 2, 2. 2. So, Handle. Du kommst mit. Du wirst in die Lava geworfen. Ja. Du. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, komm, ab ins Void mit dir. Also wirklich, ich habe gerade null Ahnung, wie dieses Teil funktioniert. Ich bitte auch wirklich darum, wenn irgendeiner ein bisschen mehr weiter weiß, schreib es mir bitte in die Kommentare. So, dann jetzt aber. Wir brauchen. Was fehlt uns jetzt hier? Advanced Alloy fehlt uns. Und dann. Zack, Energy Crystal. Zack. Na. Also. Was fehlt noch? Was habe ich noch falsch gemacht? War doch so richtig. Advanced Alloy, Advanced. Ah, okay. Ich habe mich gerade gewundert. Boah, habe ich mich gerade erschrocken gehabt. So. Jetzt noch brauchen wir Electric Motor, die Coils. Habe ich die, hat die Kreuzwinde gar nicht gemacht, oder? Oder ich habe sie gemacht und ich habe sie schon verwendet. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich bin gerade so ein bisschen fertig nach dieser Aktion gerade. So. Und dann das. 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 Mining Laser. Iron Ingots. Wir haben eine Thermal Centrifuge. Die kommt auch hier ran. Den Lever will ich auf jeden Fall, damit das Teil anbleibt. Und dann wird das Ganze nochmal neu verkabelt. Hier baut sich dann jetzt langsam Heat auf. Es müsste auch jetzt langsam Energie reinkommen. Was stimmt denn jetzt schon wieder nicht?
Ist jetzt schon wieder kaputt. Ah, okay, der. Ja, ist okay. So. Hier, das kommt rein. Ich schätze, habe irgendwie ein Gefühl, dass das jetzt. Oh, dann nicht. So. Das wird jetzt etwas dauern. Und dann würde ich sagen, ich verarbeite jetzt schon mal so viel wie möglich. Ich werde mir offscreen hier die. Na, wie heißt sie? IC. Industrial. So, wo ist sie? Hier die. Die Hazmat Suit, genau. Den Hazmat Suit werde ich mir fertig machen. Da sage ich nur orange Farbe und Rubber. Und dann werde ich offscreen schon mal verdammt viel Uran vorbereiten. Und wieder ein bisschen länger was warten. So, ich würde sagen, bin ich mal gespannt, wenn wir es das nächste Mal wiedersehen. Also, ihr wahrscheinlich werdet morgen mich wiedersehen. Ich euch mit euch reden dann so in irgendwie so einer oder zwei Wochen. Mal schauen. Gut, bis dahin würde ich sagen, tschüss.